Ja, alle, die zurzeit meinen Kanal begleiten, beziehungsweise die jetzt vielleicht auch neu dazugekommen sind, den hatte ich versprochen, gestern Abend noch hier aus dem Hotel in San Vincenzo nochmal ganz kurz heute so ein Statement abzugeben. Ich sag mal, was so bis jetzt passiert ist. Wir befinden uns zurzeit auf einer Italienreise, das heißt von Deutschland aus bis hier San Vincenzo zurzeit, wo wir wohnen, in einem Hotel. Und ja, die Entfernung von zu Hause aus Darmstadt bis hierhin sind ungefähr knapp 1000 Kilometer. Das Ganze mit dem Tesla Model 3 Standard Range Plus. Und ja, aus den Kommentaren lese ich heraus, dass viele von euch interessiert sind an der Elektromobilität und vor allen Dingen, ich denke auch an diesem Fahrzeug und auch von anderen Kanälen mit Sicherheit. Das habe ich ja genauso getan, versuchen möglichst viele Informationen zu bekommen rund um dieses Auto und natürlich auch um die anderen Autos. Aber ich möchte eigentlich nur auf dieses Auto eingehen, auch keine anderen Autos jetzt schlecht machen und so, um Gottes Willen. Das habe ich auch noch nie vorgehabt, weil falls ich das mal gemacht habe, dann war das mit Sicherheit nicht mit Absicht. Vielleicht dann aus einer gewissen, ja, ich will nicht sagen jetzt, vielleicht auch Nervosität heraus, also wer die Videos gesehen hat, die letzten, weiß vielleicht, ja, wovon ich da spreche. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, hier auf dem Zettel, damit ich nichts vergesse. Und wenn ich mal was vergesse, das hatte ich auch schon gesagt, dann bitte einfach mal unten in die Beschreibungsbox mit reinschauen, weil da unten schreibe ich Dinge rein, die ich dann schon mal vergessen habe. Und die mir dann nachträglich einfallen und einfach wirklich mal unten in die Beschreibungsbox mit reinschauen. Ja, der Titel lautet ja, sind die Supercharger hier in Italien kostenlos? Das bin ich also schon sehr oft gefragt worden und ich konnte darauf nie eine Antwort geben, weil ich meistens in Südtirol bin. Und in Südtirol, gut, das ist auch Italien, aber da habe ich einmal in Grübingen geladen, an einem Ionity-Lader und einmal in Lermos. Also ich bin mit zwei Ladungen sozusagen, also wirklich ganz locker nach Südtirol mehr rangekommen. Und vor Ort hatten wir dann eine Steckdose, auch im Hotel oder eben, da gibt es natürlich wahnsinnig viele an jeder Ecke, so wie wir das in Deutschland auch kennen, gibt es 11 kW-Lader und die konnte man mit der Maingau-Karte also alle ganz locker bedienen und das war überhaupt kein Problem und ja, man konnte da wirklich überall an jeder Ecke laden, also es war Strom, also ohne Ende, man wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. So, und desto tiefer man in Italien kommt, desto weniger werden diese Ladesäulen, also diese 11 kW Ladesäulen, die gibt es, also ich habe hier noch keine entdeckt und ich möchte auch jetzt euch direkt eigentlich mitteilen, dass es eine Charge Price App gibt, die werde ich unten in die Beschreibungsbox mit reinschreiben, Charge Price App und die muss man ganz normal übers Internet aufrufen, also www.chargeprice.app. Und dann ist man drin. Die ist ganz, ganz wichtig, weil da kann man sofort sehen, wo der eigene Standort natürlich ist und rundherum, was es da für Ladesäulen gibt. Das ist ganz, eine ganz wichtige, ja, keine App in dem Sinne jetzt, man lädt die übers Internet, aber die sehr, sehr wichtig ist. Also die kann ich nur jedem empfehlen und die werde ich nochmal unten mit reinschreiben. Ja, nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe keine Supercharger in Südtirol benutzt und auch nicht gebraucht. Wie gesagt, das war einmal in Österreich, in Deutschland und das war's. Und wenn wir dann zum Gardasee gefahren sind, ist da sowieso so viel Akku drin. Da brauchte ich auch in Trient, da gibt es einen Supercharger, nicht zu laden. Sondern es reicht vollkommen aus, wenn man dann ja alles über die Steckdose macht. Für all die, die wegen des Titels jetzt sozusagen eingeschaltet haben, möchte ich des Rätsels Lösung jetzt bekannt geben. Für all die, die jetzt noch weiter, sage ich mal, jetzt interessiert sind zuzuschauen, die können ja gerne dranbleiben. Ich werde mich auch versuchen kurz zu halten, also nicht zu lange das Video ausarten zu lassen. Und ja, hier kommt die Lösung. Es gibt, wenn man selber ein Tesla fährt, jetzt so wie ich, hat man einmal eine App und man kann auch ganz normal, das ist auch noch mal ein kleiner Unterschied zur App, man hat auch noch ein Tesla-Konto und dieses Tesla-Konto, das erreicht man über das ganz normale Internet. Man ruft also sein Konto auf, loggt sich dort ein und in dem Konto, da steht oben in einer Leiste Historie unter anderem. Auf diese Historie drückt man drauf
Und da sieht man alle Ladungen, die man mit einem Supercharger gemacht hat. Vor allen Dingen stehen da eben auch die kW, die einem sozusagen dann berechnet werden. Oder wenn man einen Empfehlungslink bekommen hat von jemandem, dann werden einem da auch die kWs sozusagen weggenommen. Nicht die Kilometer, sondern die Kilowatts. Und da komme ich gleich nochmal dazu. Das interessiert bestimmt auch den einen oder anderen. Auf die Kilowatts gehe ich gleich nochmal ein, weil es heißt ja immer, man bekommt 1500 Kilometer. Das stimmt schon, aber man bekommt 372 Kilowatt. Und wenn man jetzt natürlich einen Verbrauch hat, der deutlich, ich sag mal, vielleicht im 15 Kilowatt Bereich liegt, dann bekommt man deutlich mehr als diese 1500 Kilometer. Kann sich jeder ausrechnen, da liegt man so zwischen 2.000 und 3.000 Kilometern, die man über einen Empfehlungslink bekommt. Also falls ihr keine Freunde habt oder Bekannten, die so einen Empfehlungslink haben, dann könnt ihr gerne meinen benutzen, wenn ihr euch einen Tesla kauft. Unbedingt machen, sonst habt ihr selber die 1500 Kilometer selber nicht. Also ihr bekommt die und ich bekomme die auch, aber sonst bekommt man eben gar nichts. Das wäre ganz lieb. Ja, ansonsten, jetzt kommt die Auflösung. Gut, hat ein bisschen länger gedauert. Also Entschuldigung für all die, die jetzt nur wegen des Titels angeklickt haben. Ich habe also in diese Historie reingeschaut, in meinem Tesla-Konto und siehe da, das Laden, das Superchargen in Italien ist bis auf den heutigen Tag kostenfrei, kostenlos, kostet nichts. In der Schweiz, in Deutschland wurden mir Kilowattstunden abgezogen, übrigens von Melvin und auch Kelvin, das waren die zwei, die mir meinen Empfehlungslink benutzt haben. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, zurzeit bewege ich mich also mit diesem Empfehlungslink hier kostenfrei. Und eben auch in Italien, da war ich jetzt ganz erstaunt, wurde mir keine Kilowattstunden von meinem Konto weggenommen. Das Supercharger in Italien ist kostenlos. Das heißt, bis hierhin, auch jetzt an den Hotels, habe ich kostenlos geladen. Die haben mir kein Geld dafür abgenommen. Tja, bis jetzt bin ich bis hierhin mit Lau gekommen. Wenn man das jetzt mit meinem 5er BMW vergleicht, den ich vorher hatte, dann hätte ich jetzt an dieser Stelle, der hatte, ich sag mal, 8, da sagen wir mal 9 Liter, ja, dann hätten wir jetzt irgendwie schon so um die 90 Liter eben verbraucht. Und 90 Liter mal, ich sag mal, 1,50 oder 1,40, kann sich jeder selber ausrechnen. Da wären wir jetzt bei 100, sagen wir mal, 130 Euro irgendwo in der Kante. Die hätte ich jetzt schon verbraten. Die wären weg. Ja, die habe ich jetzt noch. Ja, was kann man sonst noch sagen? Ich hätte dieses Fahrzeug, muss ich ganz ehrlich sagen, oder nochmal ganz kurz zurückzukommen zu der Historie in meinem Tesla-Konto. Ich habe jetzt gesehen, habe mich natürlich gefragt, wie berechnen die das zurzeit? Was nehmen die mir da weg? Und da habe ich festgestellt, ein technisches Detail, mir wurden 20 Kilowatt pro 100 Kilometer abgenommen. Das habe ich aber gar nicht verbraucht, aber das nimmt einem Tesla zurzeit ab. Ich glaube, das schwankt auch. Also im Sommer haben sie mir weniger abgenommen, jetzt haben sie mir mehr abgenommen, wobei ich eigentlich gar nicht den Wert gefahren habe. Aber mir wurden 20 Kilowatt pro 100 Kilometer abgenommen. Und wenn ich auf meinen Zettel gucke, dann müsste man damit zu 2400 Kilometer kommen. Das habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben. Also eben nicht 1500 Kilometer, sondern mehr. Ja, wenn ich den Tesla, den hätte ich nicht mehr. Also das Tesla Model 3 hätte ich jetzt schon lange nicht mehr. Wenn er nicht, ich sag mal, adäquat zu unserem 5er BMW gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das Auto schon wieder verkauft. Ganz, ganz klar. Ich sitze jetzt hier ein halbes Jahr drin und wir haben gefahren etwa knapp 12.000, 13.000 Kilometer. Müsste ich jetzt mal gerade schnell nachgucken. Es sind 13.000. Und also ihr seht ja, ich habe das Auto noch. Und ich sage ganz ehrlich, ich werde dieses Auto nie mehr hergeben. Vielleicht noch mal einen anderen Tesla, aber ansonsten wird es nichts mehr anderes geben für mich. Das sage ich an dieser Stelle ganz klar. Weil, ja, warum jetzt? Weil, ich sag mal so, das Auto ist emotional irgendwie und es ist eben, hat eine ganz andere Philosophie, dieser Wagen. Eine ganz andere Philosophie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ist auch ein unglaublich gutes Gefühl. Ich, wie gesagt, ich bin kein Jutebeutelträger und auch kein Öko-Freak, um Gottes Willen. Aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, jetzt bis auf den heutigen Tag ohne Benzin gefahren zu sein. Das heißt, so ein Elektrowagen ist ein geschlossenes System. Das bedeutet,
Bei einem Verbrenner habe ich ein offenes System, also alles, was ich da von mir aus 20 Jahre lang, wenn er so lange hält, reinschütte, geht ja irgendwie raus und ist auch verloren. Hier habe ich ein geschlossenes System. Okay, man spricht ja von dem Akkurucksack. Gut, jetzt ist der Akkurucksack, wird natürlich auch immer kleiner. Und vor allen Dingen, sage ich mal, gerade auch der Akku, der von Tesla gebaut wird, wird ja in der kalifornischen Wüste hergestellt mit Panasonic. Und das sind in der Regel, weil da keine Stromanschlüsse sind, ist eh irgendwie auch Sonnenlicht. Oder auf jeden Fall ist das Verhältnis, denke ich mal, relativ gut. Gut, darauf will ich auch nicht so genau eingehen. Tatsache ist nur, es ist ein gutes Gefühl mit so einem Fahrzeug. Irgendwann hat man den Rucksack ja auch abgefahren. Und auch der Antrieb ist ein ganz anderer, dieses leise und ruhige Fahren. Ich kann das gar nicht beschreiben. Man will eigentlich immer weiterfahren und wartet eigentlich nur darauf, wann geht es wieder los. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Gefühl weggeht. Ich sag mal, normalerweise, man kauft sich was Neues, Materialismus ist wieder befriedigt. Und dann an einer gewissen Zeit ist diese Befriedigung dann weg. Und dann will man wieder was Neues haben. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass dieses Gefühl hier nie weggeht. Also ich habe das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also immer wieder diese Freude, hier mitzufahren, auch bestimmt mit anderen Elektrofahrzeugen, das auf jeden Fall. Aber eben dieses elektrische Fahren, das ist, denke ich mir mal, irgendwo was ganz Besonderes. Und eben dazu kommt eben noch eben, dass man nicht mehr das Benzin da hinten reinschütten muss und an den Tankstellen vorbeifährt. Das ist unglaublich, wenn man an den Dingern vorbeifährt und du hast zu Hause mit der Steckdose oder eine Wallbox. Also ich muss sagen, das finde ich wirklich unglaublich gut. Ich habe, gebe ich ehrlich zu, ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, als ich zu Hause losgefahren bin. Also Gewissen, wie soll ich mal sagen, also ich hatte schon Bauchschmerzen, ne? Weil das war, ist jetzt eine lange Tour und man weiß nicht, so was auf einen zukommt. Geht das alles gut und ich habe das noch nie gemacht und so weiter, ja. Und ich bin ja auch noch nicht fertig, also es läuft ja noch und wäre froh, wenn er mich weiter unterstützt und auch weiter zuschaut bei den Videos. Ich werde da mein Bestes geben und gucken, was da so noch passiert. Bis jetzt ist alles gut gegangen und ich denke mir mal, woran liegt das? Ich denke, das liegt daran, ja, das liegt einfach daran und das hat mich dann irgendwo auch beruhigt. Also ich bin zu Hause, habe ich mit der Steckdose, was ja auch ein schonendes Laden ist, den Akku auf 100% geladen und bin dann losgefahren. Und ich hätte also noch mal viel weiterfahren können, musste aber 200 Kilometer eh schon auf die Toilette. Okay, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Direkt an den Supercharger da irgendwo ran und dann mal wieder ein bisschen aufgefüllt. Also diese Supercharger, ich wusste ja, dass die bis runter nach Istanbul, sind die Dinger ja mittlerweile schon wirklich verbaut und oder Istanbul ist bald in der Planung oder wird gebaut. Aber gut, auch hier in Sizilien runter, also ganz Italien runter, man kann, die sind ja wie an so einer Perlenkette und überall links und rechts, Rimini und so. Also man hat dieses System und man sucht nicht lange nach Karten und das war auch wirklich so. Man fährt einfach hin und man steckt einfach das ein und man lädt und das Laden geht ja wahnsinnig schnell und kann sofort wieder weiterfahren. Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich beruhigt und es hat genauso geklappt, wie viele das auch beschrieben haben in den Videos, die ich hier auch geguckt habe. Und jetzt habe ich es erst einmal selber ausprobiert und ich muss sagen, Daumen hoch, funktioniert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, also mit einem Auto zu fahren, die das, wo das nicht so ist. Der Punkt ist ja auch, wenn jetzt, sage ich mal, wie in unserem Fall, so eine Ionity-Ladesäule eben ausfällt, weil eben Evakuierung vorliegt aufgrund von Hochwasser, boah, da wird es bitter, ne? Also hätten wir es nicht mehr geschafft. Und an den Supercharger hätte ich ja nicht rangedurft mit einem anderen Fahrzeug. Also ich denke mir mal, Tesla hat das gut erkannt, dass man diese Fahrzeuge nur verkaufen kann mit so einem Netzwerk. Ja, also dahingehend haben sich die Emotionen relativ schnell beruhigt und die Fahrt war im Prinzip einwandfrei. Es kommt dann ein bisschen Schiss auf, wie ist es dann vor Ort, weil ich ja genau wusste über diese Charge Price App, hier gibt es nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute sind sehr froh, wenn man irgendwo fragt. Und ich habe ja jetzt auch hier zweimal am Hotel wirklich Strom bekommen. Das ist also überhaupt alles auch gar kein Problem. Und ich habe übrigens auch mit der ChargePrice-App gesehen, dass es dann in Italien, in den großen Städten auch überall diese 11 kW Lader schon gibt und auch teilweise Schnelllader, 50 kW. Einfach mal reinschauen. Ich denke mir mal, ChargePrice-App, das solltet ihr definitiv euch mal anschauen. Übrigens, jetzt kommen ein paar technische Details, die möchte ich einfach mal so loswerden. Und zwar sind wir gefahren von Darmstadt aus. Ich habe das erste Mal geladen in Herbolzheim. Da habe ich 30 kW nachgeladen am Supercharger.
In Egerkingen, das ist in der Schweiz, da habe ich 25 Kilowatt nachgeladen. In Quinto in der Schweiz 41 Kilowatt nachgeladen. Dann ging es in Piacenza mit 24 Kilowatt. Forte dei Marmi, 25 Kilowatt nachgeladen. Das heißt, ich habe 5-mal geladen. In der Summe waren das 145 Kilowattstunden. Kilowatt. Und diese 145 Kilowatt, die ich dann nachgeladen habe, die teilen durch die 928 Kilometer, die wir gefahren sind, kommt man auf einen Schnitt von 15,62 Kilowatt pro 100 Kilometer. Wenn man das mal umrechnet, kommt man auf 43,50 Euro für die gesamte Fahrt, wenn man das jetzt bezahlen müsste. Ich habe die Kilowattstunde mit 30 Cent angenommen, kommt man pro 100 Kilometer auf 4,68 Euro. Und ich hatte mit meinem BMW meistens immer so 12, 13 Euro. Man kann also im Prinzip sagen, ich wäre mit 43 Euro, knapp 40 Euro wäre ich hier gewesen. Fairerweise muss man hierzu sagen, also was heißt fairerweise? Quatsch. Man kann sagen, dass die Benzinkosten kann man dritteln. Also beim BMW, also konnte ich die jetzt dritteln. Vielleicht kann man sie bei einem besser, sag ich mal, sparsamen Verbrenner, kann man die aber zumindest halbieren, die Kosten. So sieht es aus. Ja, das habe ich jetzt mal so errechnet. Übrigens 5-mal laden, die Ladezeit betrug immer so, ich sag mal, ich kam immer so mit 10% an, habe dann geladen bis so, ja, vielleicht 70%, bin dann weitergefahren. Manchmal auch 80%. Aber ansonsten ist es so, dass man, jetzt kommt hier der Hausmeister, ich hoffe, der stört mich nicht. Ansonsten ist es so, dass man, dass ich so 15 bis 20 Minuten geladen habe. Nach 15 bis 20 Minuten ging es im Prinzip weiter mit der Fahrt. Und also es geht immer ratzfatz. Also man kann eigentlich gar nicht schnell genug nachkommen, wie der wieder geladen hat, das Fahrzeug. Und das, denke ich mal, ist auch, bedeutet auch Reichweite. Ne? Reichweite bedeutet einmal die Effizienz des Fahrzeugs plus wie schnell kann ein Fahrzeug nachladen, damit ich wieder on the road bin. Ne? Das ist ja auch wichtig. Und das bringt dieses Fahrzeug also absolut mit. Definitiv. Was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben? Achso, was man auch sagen könnte, wenn man jetzt einen Long Range hat und über A Better Route Planner das Ganze mal macht, dann sieht man, dass man statt 5-mal zu laden, nur 3-mal laden muss, also 2-mal weniger. Klar, der Akku ist größer und man muss nur 3-mal laden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so oft, wie oft fahre ich im Urlaub, im Jahr im Urlaub? 2-mal, gut, 3-mal vielleicht, ja, sage ich jetzt mal. Und das kann ich dann verkraften. Das wäre ja bei 3 Urlauben, sage ich mal, wären das vielleicht, sagen wir mal, 6-mal super, also 6-mal laden mehr als in einem Long Range. Alles andere, was in Deutschland sich abspielt, so um mich herum, meine Range, die ich, Reichweite, die ich normal so habe, zur Arbeit und das so drumherum, das ist kein Unterschied zu einem Long-Range-Akku. Das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, wir reden hier über 10.000 Euro Unterschied bei den Fahrzeugen und da ist es mir das wert, dass ich vielleicht jetzt zum Beispiel auf dieser Tour, ich sag mal 2x 20 Minuten, vielleicht 40 Minuten länger laden musste als im Long-Range. Das ist es mir wert, definitiv. Also mit den 10.000 Euro kann ich dann was anderes machen. Aber das muss jeder selber wissen. Aber das wird sich ja später herausstellen, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann mache ich nochmal so ein Video, ob der Short Range, also der Standard Range, ob der überhaupt geeignet ist für so eine lange, lange Reise. Ja, das stellt sich dann heraus. Aber bis hierhin hat es gut geklappt. Und warum soll es dann nicht auch wieder zurückklappen? Ja. Und ich sag mal, wenn es dann eben zusammenklappt. Nee, Quatsch, ich hoffe mal, dass es nicht zusammenklappt. Aber es wäre fast zusammengeklappt, nämlich im Gotthardtunnel. Das habt ihr ja mitbekommen, all die meine Videos gesehen haben. Da bin ich mit 5%, sind wir da wirklich durchgeeiert. Und zum Glück waren es im Gotthard, sage ich ganz ehrlich, es ging leicht bergab. Es war kein Regen mehr auf der Straße, keine 7 Grad mehr. Es wurden nämlich plötzlich 22 Grad im Gotthardtunnel und kein Gegenwind mehr. Und dann habe ich 1% dazu bekommen. Und das hat mich beruhigt, weil ich habe gedacht, jetzt verlierst du in dem Gotthardtunnel 4%, dann 3% und 2% und nachher kommst du nicht an, ja. Ich habe echt Schiss gekriegt. Jetzt denkt man, gut, hast du jetzt einen Long Range, hätte ich 100 Kilometer mehr im Akku gehabt. Das stimmt schon.
Aber ich denke mir mal, der Punkt ist ja, wenn du einen Long Range hast und hast 100 Kilometer und 120 Kilometer mehr im Akku, was machst denn du? Ja, du sagst dir, ach komm, ich fahre da nicht raus bei dem Supercharger, wo ich mit dem Short Range rausfahre, fährst du nicht raus. Den überspringst du und fährst zum nächsten. So, wenn du ihn überspringst, was ist denn dann? Ja, dann kommst du nämlich genauso mit 5% im Gotthard an, weil du das auch ausreizt, mit Sicherheit. Und das ist echt die große Frage, ne? Aber das muss jeder selber wissen, ob er den dann kauft oder nicht kauft, weil, wie gesagt, das ist ja auch ein preislicher Unterschied. Technische Details. Ich habe jetzt gehört, dass bei dem neuen Short Range nicht mehr hinten der Performance-Motor drin ist. Also ich habe noch den Performance-Motor drin mit der höheren Leistung. Wenn man sich jetzt einen Standard-Range kauft, dann ist hinten der Long-Range-Motor drin. Und der hat 50 PS weniger hinten drin. Ich habe aber gehört, dass man das nicht merkt. Also der Wumms ist immer noch brachial und ich selber fahre immer nur auf lässig. Also dahingehend ist es auch kein Akt. Also ich fahre immer nur auf lässig, weil mir das alles viel zu schnell ist. Ja? Aber vielleicht trotzdem interessant. Ja, das Auto ist auf 1,5 Millionen Kilometer ja ausgelegt. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Elon hat ja gesagt, Musk, die Dinger sollen ja hier so als Taxis laufen, ne? Als Roboter-Taxis, und dann ratzt man halt eine Menge Kilometer ab. Also die Dinger sollen auf 1,6 Millionen Kilometer, also auf einer LKW-Plattform angeblich, sollen die gebaut sein. Hier unten wurden die Schlaglöcher größer auf den Autobahnen, definitiv. Ja, ich bin dann echt langsamer gefahren, Fahrwerk macht das aber wirklich super, und ich fahre ja teilweise mit einem Reifendruck, der liegt über 3 Bar, das muss man auch machen. Ganz, ganz wichtig, nie unter 3 Bar fahren. Weil sonst ist die Effizienz, also ein Elektroauto mag keinen Gegenwind, mag keine Kälte, mag keine weichen Reifen, ja, und mag eigentlich auch kein schnelles Fahren. Aber schnelles Fahren tue ich eh nicht mehr. Ich fahre meistens immer nur maximal 130 oder drunter, weil alles andere ist mir zu hektisch und zu schnell und geht sowieso ja meistens nicht. Und hier übrigens in Italien auch verboten. Hier ist maximal 130, in der Schweiz waren es glaube ich 110. Tja. Das Verkehrslimit wird in Deutschland wahrscheinlich auch bald kommen. Was habe ich noch auf meinem Zettel? Sentry Mode habe ich hier die ganze Zeit laufen gelassen. Sentry Mode nimmt dir in der Stunde 0,5 Kilometer weg. Ist es mir wert, bei 10 Stunden zum Beispiel mal 5 Kilometer zu verlieren? Was sind schon 5 Kilometer? Ja? Nothing, null. Also das nehme ich gerne in Kauf. Aber auch das muss jeder selber wissen. Übrigens, die Verbräuche, die ich hier angegeben habe, ich habe zurzeit eben 15 Kilowattstunden hier so verbraucht auf 100 Kilometer, was ich einen sensationell guten Wert finde. Da übrigens nur mal so als Tipp oder was als Information, technische Information, da ist nicht die Heizungsenergie mit drin und da ist auch nicht, also Heizungsenergie, Sitzheizung, solche Sachen werden da nicht mit eingerechnet von Tesla, ja, das ist nur mal so am Rande. Wird aber, wenn jetzt ich den Energie, dieses Energiediagramm, also wenn er sagt, du kommst mit 4% an, dann ist es damit eingerechnet. Ich komme dann auch mit 4% an, da kann man sich drauf verlassen, und zwar 1000%ig bei Tesla. Das würde ich an dieser Stelle nochmal sagen. Da steckt alles mit drin, die gesamten Verbräuche, selbst das Relief und wo man also lang fährt, die Temperatur außen, das checkt der, das checkt das System. Also das passt wirklich absolut. Aber die Verbräuche, die hier angegeben werden, die sind immer ohne all diese Sachen, also Heizung und Sitzheizung und vielleicht Heckscheibe oder sowas, ja, beheizte und sowas, das kommt dann alles noch on top. Ja, ansonsten, was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Fehlt überhaupt noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? Ich gucke ganz kurz mal. Man kann mit dem Wagen wirklich Lieschen-Lotte-mäßig reinsetzen, losfahren nach unten, nach Napoli, und gut ist, ja. Das funktioniert. Reinsetzen, das tun, was Tesla sagt, und du kommst an. Und so muss es auch sein. Die Kombination losfahren und Navi sagt mir, wo kann ich laden, wo fahre ich lang, wo sind deine Ladestationen? Ohne das, sage ich ganz ehrlich, würde ich niemals losfahren. Wenn ein Elektroauto das nicht mitbringt und sagt mir, wo ich überall laden kann, never ever setze ich mich in dieses Auto rein. Dann fahre ich wieder einen Verbrenner. Demnächst wahrscheinlich mit synthetischem Kraftstoff oder so, keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas hier stehen, was ich vergessen habe? Ach so, ja, richtig, das habe ich auch hier aufgeschrieben. Genau. Wir hatten unglaublichen Regen nachts.
ich habe, also das war Waschstraße hoch 20. Waschstraße hoch 20. Und viele sagen immer, ach, Tesla Model 3 undicht. Und ach, da geht, da kommt Wasser rein und bla bla. Also ich habe nachgeschaut, alles gut, kein Tröpfchen drin. Alles in Ordnung. Ihr wisst ja aus den vorhergehenden Videos, ich habe mein Fahrzeug hier sehr stark abgedichtet, mit zusätzlichen Dichtungen noch sauber geblieben. Alles tipptopp, alles in Ordnung. Keine Angst vor Monsterregen. Das war Monsterregen. Wirklich. Nichts passiert. Habe ich noch irgendwas hier stehen, was ich euch wirklich mitteilen könnte? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Hier steht noch ein kleiner Zettel. Ach, der kleine Zettel. Nee, das war es eigentlich. Ist lang geworden. Ich freue mich, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Übrigens für all die gestern das vorhergehende Video gesehen haben. Das Laden über Nacht hat hier an der Steckdose super geklappt. Hotel steht noch, nichts ist abgebrannt, alles tutti. Der Jörg aus San Vincenzo, ich melde mich. Mann, war das lang. Ich hoffe nicht zu lang. Wenn es zu lang war, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten rein. Mach's kürzer, Jörg, oder was weiß ich was, oder keine Ahnung. Dann habe ich ein Feedback. Und wenn, wie gesagt, Fragen sind, beantworte ich gerne. Der Jörg aus San Vincenzo zurzeit noch. Liebe Grüße. Das Wetter ist Bombe übrigens. Aber da kommt auch ein Video dazu, wo ich mal so Eindrücke vielleicht auch um den Ort herum und so mache. Tschüss!